Wenn Münster und Schöppingen aufeinandertreffen, dann wird mit harten Bandagen gekämpft. Die Münsteraner in der ersten Halbzeit von links nach rechts und hier ein böses Foul von Steinberg an Terhaar. 5 gelbe Karten gab es heute und eine Zeitstrafe. Schiedsrichter Gochermann belässt es hier noch einmal bei einer Ermahnung für Steinberg. Münster von Beginn an mit sehr viel Druck. Sie wollten ihrem Anhang mehr bieten als vor ein paar Tagen beim 0:0 gegen Lüdenscheid. Kim Konrad, Fehler von Wiese, Ciskale ist da und er hilft auch nicht mehr. Der Rettungsversuch von Josten, das 1:0, 12 Minuten gespielt im Stadion in Münster. Die Preußenmannschaft einfach wesentlich beweglicher, druckvolles Mittelfeldspiel. Eine Flanke auf Rinke mit dem Kopf und Wiese macht seinen Fehler beim Führungstor wieder gut. Bei Schöpping fiel auf, dass die Mannschaft besonders in der Abwehr sehr unorganisiert wirkte. Das dokumentiert auch diese Szene. 3 Münsteraner frei zum Kopf, Leifeld vergibt. Die Preußenmannschaft zu diesem Zeitpunkt ihrem Gegner in allen Belangen überlegen. Bei Schöpping enttäuschte zudem das Mittelfeld. Urban, Steinberg und auch Oellerich konnten keine Impulse setzen. Anders dagegen die Münsteraner. Wieder hier im Angriff. Ein langer Ball in die Mitte. Durcheinander in der Abwehr der Schöppinger. Und Leifeld mit einer wunderbaren Drehung. Wiese auf dem falschen Fuß erwischt. Das 2:0, 20 Minuten gespielt in Münster. Zufriedene Fans, denn auch weiterhin dominierte ihre Mannschaft. Urban, der Mannschaftskapitän, verliert im Mittelfeld hier den Ball. Zweikampfschwach waren sie zudem auch noch, die Schöppinger. Und eine verunglückte Rückgabe, Ciskale, ganz souverän, das 3:0, 2 Minuten später. Und es sah jetzt nach einem Debakel für die Schöppinger aus. Spielertrainer Mors hier vorne zu sehen, deutet bereits eine Auswechslung an. Ostenkötter kam für los, der sich sehr schwer tat gegen den beweglichen Leifeld. Und ab der 30. Spielminute dann auch mehr Spielanteile für Schöpping. Ostenkötter wird hier gelegt von Tusch, keine Frage, 11 Meter. Und Mors nutzt diese Möglichkeit zum 3:1, zum Anschlusstreffer in der 40. Spielminute. Wie geradlinig und spielfreudig die Münsteraner heute waren, das dokumentiert auch diese Szene. Dieser lange Abschlag von Meester erreicht Leifeld. 4:1. Schlussmann Wiese hatte wohl mit einer Flanke auf den langen Pfosten gerechnet. 4:1, das war auch der Pausenstand. Und 15 Minuten nach Wiederanpfiff dann eine ähnliche Situation wie die, die zum 4:1 geführt hatte. Wieder ein langer Abschlag. Die Abseitsfalle schnappte nicht zu. Und der junge Leifeld, 18 Jahre alt, ist er. Ihm versagen hier die Nerven, das 5:1 zu machen. Ecke Gerke, Kopfballgeher und nur noch 4:2 der Anschlusstreffer. Und es sollte noch einmal spannend werden, denn die Abwehr der Preußenmannschaft erwies sich heute nicht als sattelfest. Das Mittelfeld und der Angriff ohne Zweifel die Paradestücke in der Mannschaft. Eine nächste Möglichkeit für Leifeld, doch abseits. Und schauen Sie hin, was Torwart Wiese macht. Er dreht förmlich durch. Bereits im Hinspiel hat er die rote Karte gesehen. Glück für ihn, 10 Minuten Strafe. Und weil das Auswechselkontingent schon ausgeschöpft war, musste Rotthäuser jetzt das Tor hüten. Die Münsteraner machten jedoch nichts aus dieser Möglichkeit. Im Gegenteil, Kopfballgeher und Steinberg im Nachsetzen nur noch 4:3. Und 9 Minuten waren noch zu spielen, also genügend Möglichkeiten, noch das Unentschieden zu erzielen. Schöpping warf jetzt alles nach vorn. Abstoß von Wiese. Doch das Aufbäumen kam zu spät. Es blieb schließlich beim 4:3 Endstand. Ein verdienter Sieg. Der das sollte eigentlich